Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, bevor am Wochenende endlich Faschingsumzug und alles ist, muss ich dieses Video noch drehen, um euch ein bisschen was zu erklären. Und ja, das Video soll darum gehen, dass es ab heute auf meinem YouTube-Kanal kein Beauty China mehr geben wird. Ich habe darüber lang nachgedacht, mir hat der Name Beauty China nie gefallen. Ich habe mir den damals, wo ich meinen Kanal ungefähr vor 2 bis 3 Jahren erstellt habe, nicht viel dabei gedacht, wie das irgendwann mal mit YouTube aussehen wird, wie man damit verarscht werden kann. Und ich habe den Namen halt einfach gewählt, weil ich gedacht habe, ja, Beauty wird passen, weil es auf meinem Kanal irgendwas mit Beauty sein wird. Aber im Endeffekt bin ich mit dem Namen nie richtig zufrieden gewesen. Ich habe nie mich melden können mit, hey, hier ist Beauty China oder so. Das hat für mich immer so richtig dumm geklungen. Also der Name hat mir wirklich selber nie gefallen. Und ich habe mir wirklich lange, lange Gedanken darüber gemacht, wie ich denn meinen Kanal sonst nennen konnte. Ich habe gedacht, vielleicht ein Kosename oder irgendwas, aber da gab es nicht was, was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Dann habe ich mir gedacht, ich könnte einfach meinen Nachnamen benutzen, weil das ja auch viele YouTuber machen, zum Beispiel Marin Merkel, Tobias Wolf, denen ihre Nachnamen hören sich wirklich richtig cool an. Aber wenn ich meinen Nachnamen da hinschreiben würde, das würden 90% aller Menschen nicht aussprechen können, weil das bei mir so ist, wenn irgendjemand meinen Nachnamen hört, es kann fast keiner den richtig aussprechen. Also war das für mich auch weg. Und dann habe ich mir gedacht, hey China, du hast ja einen Zweitnamen, warum nimmst du nicht einfach deinen Zweitnamen sozusagen als Zweitnamen bei YouTube? Und deswegen wird mein Kanal jetzt China Marie heißen. Ja, ich heiße in Wahrheit wirklich auch China Marie. Und deswegen dachte ich, hey, das ist sau die gute Idee, habe dann mir einen Kanalbanner überlegt, habe dann mir gedacht, wie ich das alles mit dem Video online stellen mache, wollte dann eigentlich alles auf Instagram ändern. Da gab es aber China Marie nicht mehr, das heißt ich jetzt immer noch nach wie vor China, Beauty China, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, Beauty China, weil ich irgendwie da keinen Punkt verwenden kann, alles und einen Strich wollte ich auch nicht machen, da habe ich China mit 2i oder Marie mit 2i, gab es alles nicht, sollte sich da noch was ändern, werde ich es irgendwie noch wo posten, aber erstmal heiße ich dort noch Beauty China und auf Snapchat heiße ich mit meinem, Name China Marie, aber mein Hauptname von Snapchat, den man nicht ändern kann, ist nach wie vor auch noch Beauty China. Ich weiß nicht, ob ihr mich dann mit beiden Sachen finden könnt. Bin ich mir nicht so sicher, da kenne ich mich zu wenig in Snapchat aus. Aber ja, so könnt ihr mich jetzt auf jeden Fall nach wie vor auf Snapchat und Instagram finden. Auf anderen Social Media Seiten bin ich ja nicht so unterwegs. Ich habe gar kein Twitter mehr oder Facebook habe ich auch keine Seite. Vielleicht werde ich das, wenn ich mal irgendwann mehr Abonnenten habe und mehr Einfluss durch die Seite erreichen kann, dass ich mir dann wieder so Seiten mache. Aber so bringt mir das, glaube ich, eher nicht so viel. Und Snapchat und Instagram nutze ich ja auch so für mein privates Leben ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr mich jetzt auf YouTube unter China Marie finden. Ich hoffe, der Name gefällt euch. Und ich möchte auch mit dem Namens, also mit der Namensveränderung, mit der neuen Taufe meines Kanals, auch meinen Kanal ein bisschen ändern. Ich möchte wirklich auch ein bisschen mehr in die Richtung Lifestyle gehen, schon noch bei Beauty bleiben, aber so mehr in die Lifestyle-Richtung gehen, weil ich auch langsam ein bisschen erwachsener werde und ich möchte halt einfach in so eine andere Schiene ein bisschen fahren. Ich möchte euch viel aus meinem Leben zeigen. Ich bin zurzeit auf der Suche nach einer guten Vlogging-Kamera. Wenn ihr da auch irgendwelche Ideen habt, ich möchte euch in meinem Leben mitnehmen. Ich möchte euch Sachen von meinem Leben zeigen. Zwar habe ich irgendwie echt kein interessantes Leben, aber das möchte ich trotzdem tun. Und auch so ein bisschen, was so in meinem Leben abgeht. Und das möchte ich halt alles ein bisschen so mehr in meinen Kanal einbringen. Und nicht immer nur so Favoritenvideos und so, sondern irgendwie ein bisschen was anderes. Wenn ihr da wirklich Ideen habt, um mich da mal so richtig reinzubringen, schreibt mir das echt in die Kommentare. Da würde ich mich so drüber freuen. Und ja, dann war es das für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Wann das kommen wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf Snapchat auf dem Laufenden. Da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und auf Instagram kommen auch öfters Bilder. Und wenn ihr Interesse an einem Twitter- oder Facebook-Ding habt, dann lasst mir einen Daumen hoch da oder schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Und dann will ich jetzt gar nicht mehr so lange reden, weil meine Stimme geht gerade eben ein bisschen weg. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei China Marie.